found my home when I was young. Die Folgezeit ist für Hesse eine einzige Katastrophe. Bei seiner Frau wird Schizophrenie diagnostiziert, der Vater stirbt. Hesse selbst begibt sich in therapeutische Behandlung. Den Ersten Weltkrieg begrüßt er zunächst, schreibt dann dienstuntauglich gegen das Sterben an und wird als vaterlandsloser Gesell beschimpft. 1918 ist Hermann Hesse, der spätere Lehrmeister eines ganzen Planeten, völlig verarmt und völlig allein. Und über den Hermann Hesse habe ich dann so ein bisschen Geschmack bekommen für die fernöstliche Philosophie. Ich habe dann auch mir alles, Konfuzius, Lao Tse, Zhuang Tse und wie sie alle hießen, habe ich mir dann auf diesen langen Reisen, habe ich mir immer wieder genehmigt und war fasziniert von dieser fernöstlichen Philosophie. Bin dann wieder zurück, weil ich ja wusste, dass auch der Westen philosophisch orientiert war. Hab dann Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Fichtel, Hegel und so weiter, Hegel, hab dann das alles gelesen, aber wie gesagt, das ist jetzt 30, fast 35 Jahre her. Er hat mir Mut gemacht und ich glaube, das hat er bei vielen anderen auch getan, den eigenen Weg, den eingeschlagen, der vielleicht nicht so konformistisch war und nicht so mit anderen so leicht kompatibel war, den eigenen Weg einfach mal einzuschlagen. Also für mich war Hesse nie, in meiner rebellischen Phase nie ein Vorbild, sondern eher der alte, der weise Hesse. Der Hesse, der über Stunden über einen Garten schreiben kann, über die Natur schreiben kann oder über eine innere Befindlichkeit des Glücks. Dieser Hesse, der ist für mich so einmalig, wie ich es bei keinem anderen Schriftsteller erlebt habe. Liebe Hörer, lassen Sie mich über das Glück und das, was das Wort mir bedeutet, ein paar Worte sagen. Unter Glück verstehe ich etwas ganz Objektives, nämlich das Teilhaben am zeitlosen Sein, an der ewigen Musik der Welt. An dem, was etwa andere die Harmonie der Sphären oder das Lächeln Gottes genannt haben. Ewig leuchtet und lacht das Antlitz der Welt, während Menschen, Generationen, Völker, Reiche aufsteigen, blühen und wieder in den Schatten und das Nichts hinsinken. Und über Glück hat kaum jemand so schön und differenziert geschrieben wie Hesse, finde ich. Na klar, ich meine, die Riesenbewegung, die Hippie-Bewegung und so. Hermann ist der meistgelesenste deutschsprachiger Autor und so, übersetzt ins Amerikanische, ja. Endgültig zum Label wurde Hesse, als sich in Amerika die Band Steppenwolf nach seinem berühmtesten Buch benannte. Ein Buch, das der Harvard-Professor Timothy Leary damals als Meisterführer für psychedelische Erlebnisse und als Grundlage eines LSD-Rausches empfahl. Unser Produzent hatte den Steppenwolf gelesen und schlug vor, dass wir als Band uns nach ihm benennen. Von uns hatte natürlich keiner das Buch gelesen, aber das Wort Steppenwolf sah gut aus und klang auch auf Englisch okay. Und obwohl keiner wusste, was es bedeutete, konnten wir primitiven Rocker uns alle mit dem Wolfsein identifizieren. Now that the publication of Hermann Hesse in America. Hermann Hesse wird in Amerika zurzeit unermesslich viel verkauft. Er verkauft mehr als jeder andere Autor, die amerikanischen eingeschlossen. Eine solche Revolution hat es in der amerikanischen Verlagsgeschichte noch nie gegeben. Das ist eine völlig fantastische Explosion. Das Wunderbare ist eben, dass Hermann Hesse, dieser eigentlich schwäbische Heimatdichter, über Amerika
nach Deutschland zurückkehrte. Wenig verwunderlich ist, dass ein Dichter, der so populär war, der von der Jugend verehrt und zum Urahn der Popkultur wurde, von der gestrengen deutschen Literaturkritik fortan nicht sonderlich hochgeschätzt wurde. Ich habe den Steppenwolf dreimal im Leben gelesen, nicht ganz freiwillig. In meiner Jugend, zunächst, da war ich entzückt. Nach dem Krieg, als ich an einer größeren Sache über deutsche Literatur arbeitete, habe ich ihn noch mal gelesen. Ich war enttäuscht. Und dann habe ich ihn in Amerika, als ich Professor in St. Louis war und über Romane der 20er Jahre sprach, und einer war eben der Steppenwolf, zum dritten Mal gelesen. Und jetzt war ich nicht entzückt, nicht enttäuscht, sondern entsetzt. Nach dem Ersten Weltkrieg verlässt der mittellose Hesse die kranke Frau und die Kinder und zieht in Montagnola in eine Wohnung in der spätbarocken Villa Camuzzi, oben über dem Luganer See. Er will jetzt endlich Dichter sein, sonst nichts. In diesen Gemäuern schreibt er seine berühmtesten Werke. Die indische Heiligenlegende Siddhartha, die in Asien teilweise für eine wahre Geschichte gehalten wird. Den wütend delirierenden Steppenwolf, in dem auf Autos geschossen wird. Später das weltabgewandte Glasperlenspiel. Noch heute fühlt sich, von hier oben betrachtet, die moderne Welt etwas merkwürdig an. Seine Gedichte mochte ich längere Zeit auch noch nicht so, komischerweise. Ich war so auf Rilke versessen und Ben und Rilke, das waren meine Götter. Und Hesses Gedichte haben mich erst über die Stufen dann eigentlich erst so ab meinem 50. Lebensjahr dann auch noch gekriegt. Also mittlerweile hat mich der ganze Hesse. Jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen. Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir wollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie in einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stuf heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und Gesunde. Das ist schön. Ob ich das gut gelesen? Das ist ja fast wie ein Gebet. Aber schön, kann man sich schon mal antun. Worum es geht, ist genau das, dass er sagt, hör nicht auf, dein Leben weiterzuleben. Hör nicht auf, an eine Zukunft zu glauben. Hör nicht auf, auch dich von Gewohntem zu verabschieden, dich zu trennen und dich auf Neues einzulassen. Und dieser Abschiedsgruß, wohl an den Herzen im Abschied und Gesunde, das sage ich mir als Herzkranker auch. Ich halte es für eines der tollsten Gedichte deutscher Sprache. Und das ist, Gottfried Benn sagte mal, man schreibt eigentlich sein Leben lang an einem einzigen Gedicht. Und ich glaube, das war das Gedicht, an dem Hesse sein Leben lang geschrieben hat. Die Hauptaussage ist eben, folge deinen eigenen Gesetzen, finde deine eigenen Gesetze. Folge nicht den Lehrern und irgendwelchen Lehren, sondern folge dir selbst. Ne? Ja? Erkenn dich selber. Es gibt ja auch diesen Spruch,
Lausche der Weisheit, die dein Blut dir rauscht. Ja? Wenn du so tief in dich reinhörst und so, ne? Was du wirklich willst und so, ne? Ja? Dann mach das, ne? Good times. Good times. When I think of all the good times. 1931 schenkt ein Mäzen Hesse diese Villa in Montagnola zur freien Nutzung auf Lebenszeit. Der Dichter wird hier zu dem hageren Sonderling, der am liebsten seinen Garten bestellt. Nach einer zweiten missglückten Ehe heiratet der bindungsscheue Starautor mit 50 Ninon Ausländer, die ihm schon als Mädchen glühende Verehrerbriefe geschrieben hatte. Ninon ist die ideale Frau für Hesse. Sie erfüllt ihm, wann immer er will, seinen größten Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden. 1946, der Literaturnobelpreis. Der Dichter kommentiert: Der Teufel hole den verfluchten Kram. Und dann verkündet Dr. Oesterling den Namen des Schweizer Dichters Hermann Hesse, der für sein tiefes und kühnes Lebenswerk den Literaturpreis erhält. Unser Gesandter in Stockholm, Minister Vallotton, nimmt den Preis für den abwesenden Dichter in Empfang, dessen Werk nun gewissermaßen offiziell Weltgeltung erhält. Dann ist die feierliche Versammlung zu Ende. Mit 60 Jahren erfüllt Hesse in der Nachkriegszeit erneut das Bild, das man sich von einem Schriftsteller macht. Er ist erfolgreich, persönlich zufrieden, finanziell abgesichert und fortan künstlerisch völlig uninspiriert. Die nächsten 16 Jahre schreibt Hesse keinen Roman mehr. Seine Zeit verbringt er im Garten und mit dem Beantworten von über 30.000 Briefen. Penibel führt Hesse seinen Karteikasten und vermerkt, wem er wann was geschrieben hat. Meist sind es kleine Lebensweisheiten. Nach seinem Tod 1962 wird es noch 5 Jahre dauern, bis der Weise vom Berge am anderen Ende der Welt zum Gott der Hippies wird. Es gibt ja so alte Aufnahmen, wo man ihn sprechen hört, ist man erstaunt über diesen Tonfall noch. Ja? Also dieses, das macht das Ganze, bringt es von dem Weltmännischen, würde ich sagen, durch den Dialekt auch wieder ein bisschen runter. Man spürt das Schwäbische, das Alemannische bei ihm. Seltsam im Nebel zu wandern. Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen. Jeder ist allein. Also heute sehe ich das schon in Bezug auf das eigene Leben in der Rückschau und denke mir, aha, Hermann Hesse, damals hat man sich gedacht, ja, er gibt mir recht, also ich gehe meinen Weg, ich versuche das, was ich mir vorgenommen habe. So. Und heute kann ich nur sagen, sehe ich es und denke ich, hast du eigentlich das eingelöst? Hermann Hesse hätte diese Frage für sich selbst wohl mit Ja beantwortet. Hat schon nicht Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke dir. Das nehme ich wieder mit. Achso, ja, das nehme ich wieder mit. Okay. Das nehme ich wieder. Heute Abend habe ich doch Franz Beckenbauer. Mal sehen, ob du das Franz Beckenbauer. Herr Beckenbauer, vielen herzlichen Dank, dass Sie Spaß gemacht haben. Vielleicht können wir was draus machen. Ja, auf jeden Fall.